Okay, ich nehme erstmal die Tür hier. Oh, Skelett-Champion, hi. Du wirst gleich mal unterbrochen. Moment mal. Schlag GP und Schien und... Nee, ich sollte das wirklich mal so rum machen. So. Heilung. Au! Er hat mir gerade, er hat ihn gerade gewonnen, hittet. Das finde ich jetzt nicht so, Töfte. Weil jetzt ist unser Damage ein gutes Stück runter. Man merkt, so schnell kann man in dem Spiel gar nicht reagieren, wie die Lebenspunkte runtergehen und die Aggro rumgeht. Man braucht die aktive Pause doch öfter als gedacht. Na, zum Glück kann ich Skelette zum Bluten bringen, scheinbar. Oh, da sollte ich die Oh-Shit-Heilung einsetzen. Hast du es um 10% reduziert, also ich, Asche von Notwin Wecklaw? Da fuck. Ich habe gerade die Asche von jemandem eingesammelt. Auch gut. Ich wette, wir haben jetzt noch ein höheres Erfahrungspunkte-Gap bei ihm, oder? Ah, hält sich in Grenzen. So, nächste Tür. Ach, eine Skeletttruppe. Ich sollte mich mal kurz im Raum umsehen. Ja, das sind die einzigen. Dum, dum, dum. Dum. Dum, dum. Ja, jetzt wird es gerade langsam echt spannender, was meinen Tank angeht. Aber das haben wir noch souverän gelöst. Hier ist eine dunkle Ecke. Oh ja, gib dir mal etwas Wein. Also Essen ist nur zum Heilen da. Also statt Rasten können wir essen. Aber nach dem Essen sollten wir nicht gleich wieder kämpfen. Das Essen verschlechtert unsere Stats. Was irgendwie Sinn macht, weil wenn man vollgefuttert ist, ist man etwas träger und alles. Skelettsoldaten. Wie drollig. Dumm,
So. Okay, maximale Bedrohung. Ja, das ist immer so eine Sache. Die Damage-Dealer müssen gucken, dass sie die Gegner tot kriegen, bevor die Gegner den Tank tot kriegen, während der Gegner Tank gucken muss, dass er dafür sorgt, dass die Damage-Dealer nicht getötet werden. Das können wir auch liegen lassen. Okay, da könnte ich durchgehen. Ich könnte aber auch noch hier gucken. Oh, Skelett-Veteran. Haha. Obwohl, macht den Magier kaputt. Magier machen mehr Damage. Hier ist auch noch eine Tür. Okay. Hier ist kein Knopf zum Drücken, schade. Okay, hi Jungs. Ich weiß, ihr wollt mich in Scheiben schneiden. Fände ich allerdings nicht so schön, wenn ihr das tut. Oh, und er braucht mal wieder Mana. Er braucht dringend eine höhere Mana-Regeneration. So, zwei Bogenschützen sollten schnell down gehen. Ja, tun sie auch. Die sind leider auch nichts wert, also können sie gerade da bleiben. Lass sie das Xerf schmecken. Und ich nehme mal an... Ja, das war der Raum. Sind alle wieder fit? Ja. Da stapft was drin rum. Da klingt's ruhig. Oh, es flattert. Okay. Mal kurz umsehen. Nein, hier ist sonst nichts. Also die Flattermänner ausschalten. Was halt? Oh, dahinter sind noch mehr. Gut, so sind wir geschützt. Hoffe jedenfalls mal.
So, sind es noch mehr als die da? Nein. Oh, sie kriegt Schaden. Nein, halt ich selber. Heilt ihn. Bitte. Und ihr bitte volle Ladung. Ach Mann, wo kommt ihr jetzt schon wieder her? Sie hat so viel Akku, sie muss sich jetzt ganz dringend... wir heilen sie richtig mal. Mit Trank. Das sind so viele Kämpfe auf einmal gewesen für meinen Geschmack. Hier brauchen wir einen Schlüssel für. Da höre ich noch mehr Geflatter. Ja, von da oben wahrscheinlich. Okay. Noch mehr Räume, die man so öffnen kann. Selber auf der Seite, okay. Bogenschützen, sehr viele. Ja, Bogenschütze, die etwas wehtun langsam. Und das sieht bei allen recht gut aus eigentlich. So. Hier könnten wir reingehen. Oh, ein Buch mal wieder. Willenskraft, Ausdauer. Mäh. Ja, und da sind Flattermänner drin. Okay, das höre ich. Ich würde mal sagen, ich fange hier an. Hi. Ihr seid mir nämlich etwas sympathischer als die Flattermänner. Thank you.
Vielleicht haben wir ja Glück und finden in einem der Räume auch mal eine Map. Stärke, Ausdauer, Muschelhorn des Bären. Ah, das ist was für meinen Tank. Okay, Schwarzbrot kann man nur so weit stacken. Das sieht aus wie ein Questgegenstand. Hier war schon mal ein Eisenschlüssel drin, okay. Gucken wir noch in den Raum. Ah, wieder ein Champion. Der aber Asche bewacht. Akku sieht gut aus. Immer schön auf die Akku achten. Okay, Talisa hat gerade eine höhere Aggro. Aber hoffentlich nur kurzzeitig. Ja. Zerschlagen unterbreche ich mal. Weil zerschlagen klingt etwas böser. Notfallheilung. Wieso tötest du meine Heilerin? Gott, ey. Schlimm, schlimm, schlimm. Das sind Stoff mit Beweglichkeit, Ausdauer, Rüstung, Trefferchance. Die wären was für unseren Zerikal. So, da haben wir die Asche von Redlo Sojar. So, und wenn ich meine Orientierung richtig einschätze, ja, sind wir in dem Gang. Okay, kommt her. Für euch habe ich nämlich genau das Richtige hier im Petto. Noch hat er die meiste Bedrohung. Und sie sind tot. Ein Heiltrank. Gut. Ja,
Ja, dann bleibt nur noch die Tür hier und dann sind wir auf der Seite fertig. Aber hier mache ich erstmal wieder einen Cut. Das ist jetzt LP 005. Und dann sehen wir uns gleich wieder.